Hallo an alle lieben kreativen Menschen da draußen. Ich habe heute ein kleines herbstliches Lettering für euch und hier seht ihr das Endergebnis. Ganz schlicht und mit ganz wenig Stiften könnt ihr also so ein besonderes Lettering zaubern. Wichtig ist, dass ihr schwarzes Papier verwendet. Vier Farben habe ich hier bereitlegen, sind alles Jelly Roll Stifte. Zum einen Jelly Roll Moonlight und Jelly Roll Metallic und als kleine Unterstützung zum Vorzeichnen einen Bleistift. Ich klappe mal hier das Papier um. Hier werden wir also arbeiten auf diesem schwarzen Blatt Papier. Das ist ein kleines Sketchbook. Super geeignet für schöne kleine Projekte. Und wichtig ist bei diesem kleinen Projekt, das wir jetzt hier heute machen, dass ihr ein Wort verwendet, das wenig Buchstaben hat. Zum Beispiel Fun oder so wie im Beispiel vorab das Wort Love, und das werde ich auch hier wieder benutzen. Wir schreiben uns das Wort Love vor. Und wichtig ist dabei, dass in jedem Buchstaben ein paar ganz dicke Abstriche wären es, wenn wir zum Beispiel einen Brushpen nutzen würden, aber ein paar dicke Elemente vorkommen. Beim Love ist es hier das Hauptelement dieses Ls und beim O seht ihr gleich, zeichne ich mir ein eher schlichtes O vor und links und rechts kommen dann größere, dickere Bereiche ran. Ihr seht, ich gehe da ein paar Mal drüber. Das muss nicht beim ersten Mal klappen. Beim V wird es das erste Element, der erste Strich. Denn wenn ich das mit einem Brushpen zum Beispiel zeichnen würde, würde ich hier Druck ausüben. Dieser Bereich wäre also dick. Deswegen sollte auch, wenn ihr solch eine Schriftart euch überlegt, auch der erste Teil vom V dick sein. Und beim E wird es wie beim L einmal der große dicke Balken hier. Und dann kommen die kleinen Strichle, damit man auch erkennt, dass es ein E ist. Das ist also unsere Vorarbeit. Der Bleistift kann an die Seite gelegt werden. Jetzt kommen die Jelly Rolls zum Einsatz und ich möchte, dass es herbstlich wirkt. Deswegen habe ich mir so ein paar herbstliche Gold-Orange-Töne rausgesucht und beginne auch gleich mit dem Goldenen. Ich will hier, dass hier so kleine Ranken mit einzelnen tropfenartigen Blättern sozusagen heraufwachsen. Und das geht ganz einfach, indem ich mir eine Hauptlinie sozusagen vorab schon mal reinzeichne. Und von dieser Hauptlinie gehen dann einzelne kleine Elemente von ab. So sieht das dann zu Beginn aus. Und dann male ich mir kleinere Tröpfchen, mal größere, mal kleinere hinein und achte darauf, dass ich innerhalb der Begrenzung des vorgezeichneten Buchstabens bleibe. Es ist nicht schlimm, wenn man mal so ein bisschen daraus hervor sticht, ein paar Tropfen vielleicht ein bisschen größer sind und dadurch schon außerhalb der Vorzeichnung sind. Aber ganz grob solltet ihr innerhalb dieses vorgegebenen Feldes arbeiten. Ich habe hier dann natürlich so ein paar Lücken, weil ich nicht überall mit den Tropfen hineinarbeiten kann. Und da ziehe ich mir dann so kleine Strichchen, mache so kleine Punkte. Es könnten vielleicht Beeren sein, die auch noch wachsen an diesem kleinen Strauch. Und hier unten, dieser Querstrich, den ziehe ich einfach nur lang. Und dann kommt noch ein kleines Strichlein unten hin. Und schon habe ich mein L. Und als nächstes geht es weiter mit dem O. Beim O arbeite ich von unten nach oben, so wie beim L auch. Das sollte überall bei einem Buchstaben gleich sein. Und auch hier ziehe ich mir eine Linie, dass ich weiß, wo es grob lang geht. Und dann lege ich langsam los mit den Tropfen. Nach dem neonfarbenen, dem Moonlight Jelly Roll, folgt dann wieder eine Metallic-Farbe und so findet das Ganze dann im Wechsel weiter statt. Als nächstes das V, dann das E und schon haben wir ein ganz besonderes Handlettering. Thank you.
zum Schluss könnt ihr dann noch, wenn ihr möchtet, einfach so ein paar Pünktchen und Kringel und kleine Striche um den Buchstaben herum einarbeiten. Das lockert dann das Ganze noch so ein bisschen auf. Und das mache ich passend zu den Buchstaben. Hier die pinke Farbe. Hier kommt dann so ein bisschen dieses Bronze-Bräunliche hin. Und so arbeite ich mich auch wieder Buchstabe für Buchstabe vor und lockere somit das Ganze ein wenig auf. Und zu guter Letzt das goldene L. Und schon habt ihr ein schönes herbstliches Lettering. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Folgt uns, wenn ihr noch mehr Ideen hier bei YouTube oder Instagram sehen wollt. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir freuen uns riesig, wenn du uns hier bei YouTube abonnierst. Ansonsten findest du uns natürlich auch bei Instagram oder besuch doch unseren Shop. Da gibt es alle Stifte, die wir hier vorstellen. Falls du Interesse hast, haben wir natürlich auch viele weitere Stifte, Tests und Videos in unserer Playlist.